Willkommen zurück, Let's Play Final Fantasy 14 und wir sind wieder mitten dabei. Ja, gerade eben wunderschönes Desaster im Hauke Herrenhaus gehabt, für mich schon ein paar Wochen her. Und ich bin Stufe 30, das bedeutet für mich, dass ich jetzt erstmal wieder eine neue Stufe 30er Quest habe, die ich auch gleich machen werde, denn ab jetzt wird es wichtig, denn es kommen jetzt die. Kommt jetzt die Jobquest. Das heißt, diese Folge wird ein bisschen, ja, wird sich ein bisschen mit dem Klassensystem noch weiter auseinandersetzen. Na sicher. Rennen wir doch einfach wieder am Eteriten vorbei. Wir müssen nämlich zur Gladiator-Gilde. Kolosseum auch genannt. Und müssen dort wieder mit unserer, ja, mit dieser komischen Duse reden. Denn die hat jetzt wieder eine neue Quest für uns. Yippie! So. Und wir kriegen neuen Kram für Stufe 30. Nicht gerade sehr wenig. Nö, gegen Stufe 25. Och nö, ich habe sogar die 25er Quest noch nicht gemacht. Hoppla! Na gut, okay. Ich erzähle ein bisschen was, während ich hier nach und nach diese Texte wegdrücke, die ihr euch natürlich durchlesen könnt. Ja, indem ihr einfach Pause drückt oder so. Weil das ist mir ein bisschen zu langatmig, um das zu lesen. Ganz toll. Freut mich natürlich ungemein. Na, zum Glück können wir hier direkt nach Horizont teleportieren. Oh, Moment. Das ist doch Schwachsinn, was ich hier mache. Wenn ich mich beim Nightkreuzgang rausschmeißen lasse, bin ich viel schneller da. Also mache ich doch lieber das. So. Tor des Nalt. Zentrales Tanalan. Perfekt. Hui. Was ist so passiert? Eigentlich. Irgendwie war es doch nicht das Richtige. Welcher Ausgang ist denn das? Neues Sultana-Tor. Nah. So ein Dreck. Fängt ja super an hier. Orientierung 0. Eorzea. Geografie 6 war ich in der Schule nicht so gut, deswegen, ja, bin ich auch Gladiator geworden, ne? Wenn ich denken kann, der kämpft und so weiter. So. Jetzt bin ich aber richtig. Zack. Wir müssen jetzt, wie gesagt, nochmal schnell die Stufe 25 Quest abschließen. Was aber auch gar nicht so schlimm ist, weil ich dann zumindest noch ein paar Erfahrungspunkte bekomme. Ich habe mich auch immer noch nicht um das Bestarium gekümmert. Aber ich glaube, das sollte nicht so schlimm sein. Wichtig ist nur, dass ich dann Stufe 30 bin. Und ich hier munter weitermachen kann. Ach, ich liebe diese Musik. Ich kann auch davon echt nicht genug bekommen. Ja, hier sind überall so Werke am Basteln. Ah ja, da liegt ein erfahrener Gladiator. Zack, reden wir mal mit ihm. Oh nein, was ein Zufall. Feindliche Präsenzen. Wer hätte damit gerechnet? Oh, das sind sogar Faustkämpfer. Freut mich, dass sie gleich meine Aufmerksamkeit haben und auf mich einprügeln. Kassiere immer ganz gerne ein paar Schläge ins Gesicht. Wer tut das denn auch nicht als Tank? Ich meine, immer lachend in die Kreissäge laufen. Und den Gegner immer darum anbetteln, noch einen weiteren Schlag durchzuführen. So, Gladiator gefunden und gesucht. Dann reden wir wieder mit ihm. Tja, jetzt habe ich es geschafft. Was ein Glück.
So, wir müssen wieder mit Miller sprechen. Das heißt, wir müssen wieder zurück zur Gladiator-Gilde. In der Zeit, wo der Teleport wirkt, erstmal einen Schluck Kaffee. Ja, seht ihr, ich bin hier sogar noch mit Sarah Sunfire im in der Gruppe. So. Wir hatten nämlich nochmal kurz mal Ifrit gemacht. Ach ja. Ätheritennetz. Einfach mal so just for fun, um zu helfen. Und wo muss man denn hin? Gladiator-Gilde. Ich wollte gerade auch irgendwas anderes sagen. Ach ja, genau. Meine Link-Shell, die ich vor ein paar Tagen erstellt habe, ist fertig. Wie man sieht, oder besser gesagt, wir wachsen ganz gut zurzeit zusammen. Und viele von euch sind auch so nett und wollen auch gleich unserer Gesellschaft beitreten. Das finde ich klasse. Wir brauchen immer Zuwachs. Immer. Jederzeit. Jederzeit. Und da finde ich es halt eben echt klasse, dass ihr da so tatkräftig mitmacht und auch in die ja, in die Link-Shell mit eintretet. Nebenbei muss ich mal sagen, diese Sternchen bedeuten, dass man die Möglichkeit hat, neue Leute einzuladen. Dementsprechend werde ich hier einfach mal die anderen Leute auch zu, wie heißt das, Anführer ernennen. Und damit, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, ihr die auch gerne mal zutexten könnt. Ja, genau. So, wir wollen natürlich immer noch weiter wachsen. Gut, also ich denke mal, die Stufe 25 Quest wird nicht mehr allzu lange dauern. Zum Glück. Wo müssen wir jetzt hier hin? Ach, Camp Knochenbleich, das ist super. Da kommen wir relativ fix hin. Ja, ein doofes Hin und Her. Das wird uns gerade auch im Stufe 50er Bereich noch ganz, ganz dolle passieren, dass wir ganz viel hin und her laufen müssen. Was Hauptstory-technisch an manchen Stellen ein bisschen dolle langatmig wird, aber uns dafür auch die Möglichkeit zu ziemlich coolen Instanzen bietet. Verzeihung. Weil, ja, ich glaube, vier Instanzen sind das, die mit den also mit dem Content-Update für Stufe 50 hinzugekommen sind, die man dann natürlich erstmal freispielen muss über die Hauptquest. Und ja, die sind ziemlich cool, machen echt viel Spaß. Gerade auch jetzt mit Patch 2.5. Ich freue mich schon richtig. Der Februar wird ein ganz geiler Monat, weil sie endlich die Gold Saucer veröffentlichen. Und das wird so geil. Ich freue mich also schon ungemein drauf. Und ich hoffe, ihr auch, wenn ihr das Spiel dann spielt. Wenn nicht, seid gespannt. Es gibt genau das, was es in der Gold Saucer geben soll: Schokobo-Rennen, Minigames, alles. Es ist herrlich. Und ja, ich freue mich da schon ungemein drauf. Ich habe schon Panik, dass ich mich ein bisschen in das anders Kartenspiel Triple Triad aus Final Fantasy 8-9 ja, aufhalten werde und dann halt eben ziemlich doll am Suchten sein werde. Aber das ist alles halb so wild. Also, mal gucken. Ich freue mich schon halt ungemein drauf. Und ja. Action über Action. Und wie gesagt, Gold Saucer ist einfach nur rar. So, wir müssen hier gegen eine Attentäterin kämpfen. Die ist natürlich auf Aldis, den berühmten Schwertkämpfer, abgesehen hat ursprünglich, aber wie man sieht, die ist mega gut. Ich hoffe nur, dass hier jetzt keine Ads hinzukommen. Manchmal ist es auch viel einfacher, Angriffen auszuweichen, als sie zu unterbrechen. Also ich habe hier auch. Uiuiui. Jetzt doch gerade geheilt, ne? Was hat es denn hier für Buffs? Innere Gelöster, kritische Trefferrate ist erhöht.
Steinaura erwidert. Stand ist erhöht. Aha. Doch nichts Dramatisches. Ich weiß nicht, was das ist. Ich unterbreche es aber mal. 100 Fäuste. Und ja, da sieht man schon, Sieg ist mein. Adios, Schnecke. Ein kläglicher Sieg. Niederlage? Ja, ich bin ziemlich stark geworden in letzter Zeit. Und ich habe auch Post bekommen, falls ihr es gesehen habt. Ich weiß auch schon, denke ich, was da drin sein wird. Es wird neue Ausrüstung für Stufe 30 sein. Ja, ich möchte mich natürlich um sie kümmern. Ich bin ja ein ganz, ganz tolles Mädel. Mädel. So, und jetzt haben wir jetzt auch endlich mal Stufe 25 Quest abgeschlossen. Und ab in wieder zurück nach Ulda, um die Quest abzugeben. Ich bin vor allem gespannt, was ich denn überhaupt an Ausrüstungsgegenständen bekomme. Also der gute Xanti hat sich darum gekümmert, mir neue Ausrüstung zu schmieden. Und die wurden mir wohl von Arya zugeschickt. Das finde ich klasse. Das ist voll geil. So, erstmal zurück zur Gladiator-Gilde. Und ogogo. Hier wartet nämlich noch gleich die Nachfolgequest auf mich. So, und was können wir denn hier nehmen? Die Beine. Achso, da kann ich aber, glaube ich, genau. Keine Ausrüstung an Füßen, ist also blöd. Was haben wir hier? Keine Ausrüstung am Kopf, ist auch blöd. Dann werde ich natürlich eher aufs Geld setzen. Und zepp. So, wir kriegen eine neue Fähigkeit, Kollision. Das ist Schaden auch mit einem Schild machen. Das ist cool. Wir bekommen eine neue Waffe, ein neues Schild und ein bisschen neue Ausrüstungsgegenstände. Wie man sieht, trage ich davon schon einiges, was besser ist als das, was man uns anbietet. Von daher ist das wieder relativ uninteressant. Ja. Und wieder Probleme mit Aldis und Miller. Aber wir wissen ja, Aldis kann gar nicht schuld sein. Wo müssen wir denn jetzt hin? Karte, Naldkreuzgang. Ah ja, zum Aetheriten. Oder zumindest in die Nähe der Stadt Aetheriten. Das ist perfekt. Das dauert nicht lang. Ist ganz gut, dass man hier mit diesem mit dem Aetheriten-Netz auch sich den ganzen Kram hier abkürzen kann. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die gab es in Final Fantasy XIV 1.0er Version nur bedingt. Das hat nur so kleinere Ortschaften miteinander verbunden. Und das war mega ätzend, weil gerade wenn man solche Städte hat hier wie Ulda oder wie Limsa-Lominsa, die dann doch eher groß und verwinkelt sind, kann das echt abnerven. Okay, gucken wir mal, was vor 7 Jahren geschehen ist. Und ich denke, es hat eher damit zu tun, dass die gute, wie hieß sie, Milja, einfach nur mega verknallt in den Typen gewesen ist. Und, ja, gebrochenes Herz, da wird man ja schnell leicht wütend. So, Beweis für Gift, südliches Tanalan. Oh, okay. Raggeras Blut finden. Achso, ja gut, das passt ganz gut, kleiner Alamigo. Ich habe auch bald keine, keine Freimarken mehr. Ich habe meine 50, die ich für, ja, ewig lange Abozeit
bekommen habe, schon anscheinend aufgebraucht fast. Das ist doof. Aber hier müsste, glaube ich, auch irgendwo noch ein. Ah ne, hier ist er nicht. Schade. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass ich noch. Naja, da unten war ich noch nicht. Ach doch, da ist er doch. Der Mogri-Postbote. Ich habe nach dem Mogri-Kopf geguckt, damit muss ich auf den Brief achten. So, dann gucken wir uns doch erstmal die Post an. Warensendung von Aya. Dip, 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 dip. Ja, ganz schön viel. Aber ich gucke gerade. Ah, das ist natürlich schon ein bisschen ärgerlich. Das ist zwar super lieb, aber es gibt nur eine Sache, die mir wirklich was bringt. Und das ist leider nur. Sind nur die Beinviechers. Na komm, ja. Nur die Beinstulpen. Aber da habe ich auch keine Dingens drauf. So. In weiß. Schick, schick, schick. Gleich mal hier. Ausrüstungsset aktualisiert. Und los geht's. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wie gesagt, die Stufe 30 Quest. Noch so schnell wie geht abschließen. Weil danach. Wir nähern uns also schon langsam dem Paladin. Aber vorher müssen wir noch einige Sachen machen, die ja das Spiel noch mal ein bisschen, oder zumindest meinen Bereich, meinen Stufenbereich noch mal ein bisschen in die Länge ziehen. Weil Paladin muss man einfach sein. Generell Jobs, weil das gibt noch mal so ein Bonus auf Konstitution, glaube ich. Also Konstitution auf jeden Fall. Das heißt, meine Lebenspunkte werden gleich mit Stufe 30, sobald ich meine Jobquest angenommen habe, drastisch erhöht. Dann kommt noch dazu, dass. Oh. Ich hüpfe hier einfach mal so durch. Dann kommt natürlich noch dazu, dass. Ja. Konstitution an sich auch mehr bringt als vorher. Ah ja, da haben wir hier einen Lieferschein. Zerknüllter Lieferschein, den nehme ich mir doch mal entgegen. So, hier eine kleine Sneaking-Aktion. Zip. Ah, so viel zum Thema Sneaken. Ich verdrücke mich mal ein bisschen weiter nach hinten. Nicht, dass die hier gleich noch auf die Idee kommen. Noch ein paar Ads dazu zu holen. Das wäre uncool. Das mag ich überhaupt nicht. Also Quest mit Ads. Schön. Immer drauf. Immer drauf. Oh, da kommt einer verflucht nah. Er guckt natürlich auch in meine Richtung, die olle Sau. Bewegen wir mal ein bisschen rüber, um mal ein bisschen anzulocken. Hier den letzten, weil das ist nämlich ein Fernkämpfer. Hier drüben haben wir auch noch eine Quest offen. Sehe ich, die können wir eigentlich auch gleich noch abschließen. Das ist, glaube ich, noch eine Quest aus Klein Alamigo, die ich angenommen habe, als wir hier noch Quests hatten. Weil ich war dann zu faul, dort hochzuwandern. So. Den ersten Teil haben wir. Wir haben den Beweis für Gift. Ich laufe lieber hinter dem Häuschen lang. Duppidu. Ah, der dreht sich genau im richtigen Moment um. Das ist auch perfekt. Ah, verdammt. Und hat sich natürlich wieder im falschen Moment umgedreht. Aber egal. Die Gegner machen ja zum Glück nicht so viel. Und das Schwierigste in der Stufe 30 Quest steht uns sowieso noch bevor. Das hier ist bisher erst sozusagen der einfache Teil. Ah, da haben wir es. Fiole mit Rakan Blut. Ja, der schläft und fühlt sich dann auf einmal von mich bedroht. Gar nicht frech, sowas. Gar nicht frech. So, aber ich kreime jetzt hier dieses Blut. Und dann verdrücke ich mich einfach. Nee.
Wusch, ich bin weg. Ich bin hier raus. Oh, kleiner Moment, da scheint ein Ausgang zu sein. Aber oben oder so. Gucken wir doch mal. Weit gefehlt. Okay, ich habe ganz schön viele Gegner am Hals jetzt. Supi. Die Gegner haben aufgehört, mich zu verfolgen. Jetzt kann ich auch schnell mein Schokobo nutzen, um hier rauszukommen. Wo ist denn hier der Ausgang? Nein, wo ist denn der Ausgang hin? Da ist der Ausgang. Da. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Lauf. Na toll. Und das hasse ich, ne? Gegner, die Gewicht casten. Es gibt nichts Ätzenderes, weil die kommen sowieso nicht hinterher, weil ich jetzt etwa so schnell laufe, wie ich normalerweise laufen würde. Na gut, vielleicht doch ein bisschen noch langsamer. Aber es ist so nervig. Weil da kommen die ganze Zeit die Zauber von hinten. Welche Stufe ist denn das hier? 27? Oh, das lohnt sich sogar noch richtig. Ah, und immer noch 17 Sekunden Gewicht. Oh, ein Sabotander. Für mein Bestarium. Wenn ich dann hier schon mal solche Gegner sehe, dann kann ich die ja auch gleich mitnehmen. 100 Nadeln. Macht genau 100 Schaden, diese Fähigkeit. Egal, welche Stufe ihr seid. Seht ihr? 100 Nadeln, 100 Schaden. 4 Stück muss ich davon... Finde ich irgendwie jetzt nicht so witzig. Aber okay, wir haben Zeit. Und wir müssen ja eh noch einiges machen. Also die Stufe 30 werden wir so schnell gar nicht verlassen. Das hat damit zu tun, dass ich nämlich für die Paladin-Quest einen zweiten Beruf anfangen muss. Und dieser Beruf wird eine Heilerklasse sein, nämlich der Druide. Und ich überlege, ob ich den Druiden nicht sowieso dann noch ein bisschen länger und weiter spiele, als nur bis Stufe 15, wie man das dann brauchen wird. Hat den Grund, dass er mit Stufe 34 die Fähigkeit Steinhaut bekommt. Und Steinhaut ist ziemlich geil, was was die Massenpuls angeht. Weil das so ähnlich ist wie... wie heißt denn das? Bei WoW fällt mir der Name nicht ein. Magieschild oder so. Also es blockt auf jeden Fall Schaden. Und das nicht zu knapp. Zap. Yay. Na. Aus dem Regen in die Traufe. Ich will hier auch gerade eben echt die ganze Zeit die Fähigkeit Kreis der Verachtung casten, weil das ist eine AOE vom Paladin später. Aber die bekommt er erst auf Stufe 50 und ich habe die immer auf Shift 5. Und ich will die ganze Zeit Shift 5 drücken, um hier allen Gegnern im Umkreis Schaden zu machen. Aber ja, das klappt irgendwie nicht. Schade eigentlich. Wäre ja ganz schön. So, und der letzte. Na, nicht Paralyse, du Stück. Gut, hat verfehlt. So. Sehr gut, Quest abgeschlossen. Können wir auch gleich abliefern. Ach komm, gehe ich jetzt mal aufs Geld. Nom, 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 nom. Und wir bekommen dann zumindest nochmal ein bisschen Erfahrungspunkte wieder noch dazu. So, Miller müssen wir jetzt als nächstes ansprechen. Das ist eine Sidequest. Oh, das Zeug bringt natürlich nur Crap. So, dann wieder ab nach Ulda. Hin und her, hin und her. Hin und zurück von Dufte Mieze, aka Bilbo Beutlin aus dem Auenland. Einmal hin in die Stadt, einmal raus aus der Stadt. So, wir wollen jetzt... Nein, nein! Ach, Mann. Nicht zur Abenteurergilde.
Wir wollen zur Gladiator-Gilde. Kolosseum. Kolosseum. Uns erwartet hier nämlich ein Teil vom Ende der Hauptquest. So, das haben wir gefunden. Und jetzt müssen wir zu irgendeinem Priester. Ah, okay. Und da kommen wir auch schon zum Ende dieser Questreihe. Oh wei, oh wei, das wird ein Brocken. Ich kenne es halt noch von damals und ich habe da glaube ich drei Anläufe oder so für gebraucht. Weil immer irgendwas dazwischen gekommen ist. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, es ist nicht ganz einfach. Der Teil der Gladiator-Quest. Da gibt es definitiv einfachere. Also die vom Weißmagier zum Beispiel fand ich mega simpel. Also vom Druiden. Auch vom Hermetiker. Gerade dadurch, dass er dann später sein Topaz-Karfunkel bekommt, womit er dann quasi einen Tank hat, den er immer dabei, also mit sich mitführt, der sogar richtig gut Lebenspunkte hat. Das ist ziemlich witzig. Also mein Karfunkel auf meinem Main Char hatte dann zum Schluss fast so viele Lebenspunkte wie mein Paladin. Mit recht gutem Equip, sage ich mal. Also, es war dann doch schon ein bisschen verwunderlich. So, da unten müssen wir hin. Aber ich glaube, diese Quest fangen wir erst in der nächsten Folge an. Weil das hier doch ein bisschen viel sonst wird. Weil ich glaube nicht, dass wir in 2 Minuten ja, diese Quest schaffen. Deswegen, ja, viel Spaß in der nächsten Folge. Duftet Mieze verduftet erstmal, genauso wie der Duftetyp. Tschüss, bis zum nächsten Mal.